ist unsere Nummer 33, Jens Schöngarth. Mein lieber Jens, ich stehe sogar auf für dich. Ne? Guck mal, da kommt er ganz alleine durch die leere Fläche. Wir dürfen ja nicht, wir dürfen ja nur so. Komm, wir machen mit Fuß. Hallöchen. Nimm Platz, mein Lieber. Dass wir beide uns heute hier treffen, das hätte ich aber, also das wäre schon schön gewesen, aber doch unter anderen Voraussetzungen, oder? Ja, klar. Es wäre schon schöner gewesen, irgendwie vielleicht nochmal mit einer Schale oder so, sich hier zu sehen. Ja. Ja, aber es gibt nur leider Dinge, die leider ein bisschen größer sind als unser allgeliebter Handball. Und dem müssen wir uns dann leider in der Situation noch beugen. Gut, jetzt ist es ja so, dass du ja trotzdem hier bist und du ja trotzdem auch zur SG gehörst, mehr oder weniger. Und du bist ja noch sehr kurz erst hier in dieser Region auch und in diesem Verein. Und bevor wir darüber sprechen, wollen wir mal ganz kurz gucken. Du hattest 10 Einsätze in dieser kurzen Zeit, hast 6 Tore gemacht. Wir beide haben ja im Talk mit Jörg auch schon mal darüber gesprochen. Es gab dieses eine Spiel, wo du sozusagen alles getroffen hast, nur durch das Tor, nämlich Latte, Unterkante, Pfosten, da war ja alles dabei. Also es hätten auch ein paar mehr Tore sein können, vielleicht sogar sollen. Wie geht's dir jetzt so mit Corona eigentlich, so ohne Handball und dass das jetzt so zu Ende geht? Also ich glaube, dir wäre das andere auch lieber gewesen, oder? Ja, es ist natürlich ein bisschen schade auf der einen Seite, weil wir sportlich, glaube ich, einen super Lauf hatten in der Rückserie. Nur ein Spiel verloren von den 12 Spielen, die wir, glaube ich, hatten bis dato. Und natürlich ist das schade. Wir hatten wirklich einen richtigen Flow uns erarbeitet. Aber ja, am wichtigsten ist halt nun mal einfach auch die Gesundheit der Menschen. Und ja, es hätte vermutlich auch keinen Sinn gemacht, jetzt mit Geisterspielen mit aller Gewalt versucht, die Saison zu beenden. Und ja, jetzt, glaube ich, ist es vor allem ja, im ganzen Land von Amateurhandball bis zum Profihandball nach oben wichtig, dass alle gut aus dieser Krise rauskommen. Jetzt mal abgesehen von der Wirtschaft an sich, sondern eben auch unser Handballsport und ja, deshalb glaube ich, gibt es da jetzt gerade vielleicht wichtigere Dinge, wenngleich es natürlich sehr, sehr schwer fällt, heute hierher zu fahren und ja, hier so eine leere Arena zu sehen. Das macht einen natürlich schon traurig, zumal wir auch noch richtig tolle Aufgaben hatten mit dem Heimspiel gegen Kiel und ja, auch das Achtelfinale in der Champions League, wo ich auch der Meinung bin, dass da einiges noch drin gewesen wäre. Wir haben uns am 23. Februar, vielleicht magst du dich erinnern, da hinten haben wir gesessen in der Flens Arena und haben gesprochen. Und da ging es unter anderem um eine große silberne Schale. Und wir gucken noch mal rein. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Ich will dich nämlich danach noch was fragen. Guck mal, ob du dich noch erinnerst. Los geht's. Da hast du eine super Serie am Start mit 7 Siegen in Folge. Darf gerne so weitergehen. Und wer weiß, am Ende der Saison, vielleicht halten wir ja irgendwas hoch, was mit einer 1 zu tun hat. Ne? Könnte ja sein. Ja, also wie gesagt, als Sportler ist Träumen ja auch erlaubt. Und ich glaube, sogar sehr wichtig. Und ich versuche mir schon auch immer wieder dieses Gefühl, auch abends dann vorm Schlafengehen so ein bisschen zu holen. Träumst du von der Meisterschale? Naja, jetzt nachts träume ich nicht davon, aber ich ehrlich gesagt, wenn es dann soweit ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, mit der Schale auch ein bisschen zu kuscheln. Nein, keine Frage, das ist ja klar. Auch eine gute Frau, sie weiß das zu nehmen. Du hast lange dafür, also wenn es dann so käme, du hättest lange dafür gearbeitet. Aber ist das so? Ja, also du hättest gerne mit der Meisterschale gekuschelt, jetzt ist es nicht so gekommen. Wie sehr schmerzt dich das? Also hättest du, glaube ich, schon ganz gut gehabt, ne? Oder? Hättest du gerne gehabt? Also wäre ja gelogen, wenn nicht. Und ich glaube, es gibt tatsächlich schlimmere Schicksale, als mit einer Meisterschaftsschale zu kuscheln. Aber also, das geht ja jetzt hier nicht um mich, sondern das geht ja sehr vielen so. Also tausenden Anhängern, dem Verein, den Sponsoren, allen Leuten, denen viel an dem Verein liegt. Und auch wenn ich vielleicht nur eine kurze Zeit da war, habe ich mich einfach zu 100% mit diesem Verein identifiziert. Und jeder, der mich ein bisschen näher kennt, weiß, dass ich Sachen nur mit 100% angehe. Und von dem her, natürlich war das mein großer Traum und natürlich habe ich auch versucht, immer dran zu glauben und habe auch immer dran geglaubt. Und natürlich wäre das eine Riesensache gewesen, aber nochmal, hier geht es nicht um mich, sondern es ist einfach schade für uns als Mannschaft. Es gibt ganz große Spieler, die heute den Verein verlassen, die Unglaubliches für den Verein geleistet haben. Und den hätte ich es ehrlich gesagt fast noch ein bisschen eher gewünscht, auch wenn jetzt quasi Holger ja auch schon das Ding in der Hand hatte. Aber trotzdem. Nochmal, es geht ums große Ganze und natürlich wäre es schön gewesen, aber es gibt tatsächlich, glaube ich, größere Dinge im Moment und wichtigere Dinge. Ja, ja. Als ist das Schicksal einzelner Sportler. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen deine Zeit hier bei uns Revue passieren lassen, also warst sehr, sehr kurz da. Was wirst du am meisten vermissen und was gar nicht?
Also was ich schon extrem vermisse, sind einfach die Jungs, das Trainerteam. Wir haben jeden Tag eine richtig, richtig gute Zeit gehabt, haben viel gelacht. Diese ganzen Reisen waren irgendwie, wenn sie auch kräftezehrend waren, einfach super. Wir haben immer gute Gespräche gehabt und ja, waren viel aufeinander gesessen. Man hat nie das Gefühl gehabt, dass es langweilig wird. Es gab doch immer wieder was Neues auszutauschen und das wird mir schon fehlen. Und dann natürlich, klar, jede einzelne Sekunde hier in der Arena war natürlich außergewöhnlich. Die werde ich natürlich vermissen, das ist gar keine Frage. Und nicht zuletzt deshalb sagen ja auch so gut wie alle Spieler, dass die beste Stimmung hier in Flensburg ist und das auch mal quasi als Spieler der eigenen Mannschaft erleben zu dürfen, macht dann schon deutlich mehr Spaß, als immer als Gegner hierher zu fahren und dann 60 Minuten ausgepfiffen zu werden. Okay, du hast die Stimmung angesprochen, hier in der Flens Arena ist sie sehr gut. In der Mannschaft ist sie natürlich auch sehr gut und heute ist Verabschiedungstag und wir haben uns natürlich auch ein bisschen was für dich überlegt und hier im Hintergrund laufen ja schon Bilder von dir und jetzt kannst du dir nochmal ganz in Ruhe und ihr zu Hause natürlich auch nochmal angucken, denn wir haben uns für Jens mal ein bisschen was zusammengebastelt und das kommt jetzt. Viel Spaß und Taschentücher raus vielleicht. Hallo, moin Jens. Moin Digga. Moin Jens. Hallo Jens. Jo Digga. Ja Jens, ich habe nicht so lange mit dir gespielt und ja, niemals auf die Platte gesehen, aber als Typ in die Kabine und bei der Mannschaft, da sind du sehr geil. Immer etwas geil sozusagen und viel Scheiße magst du auch. So, ja, ich finde, du magst viel Spaß und bin eine sehr gute Person in jeder Mannschaft. Und das glaube ich auch, du willst in die Zukunft. Erstmal herzlichen Dank, dass du uns so kurzfristig geholfen hast und dass du eingesprungen bist nach der Verletzung von Magnus und ich glaube, das hast du super gemacht. Ich muss wirklich sagen, dass ich großen Respekt davor habe, wie schnell du in die Mannschaft gekommen bist, wie schnell du dich integriert hast. Das ist vorbildlich und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal wieder und dass sich unsere Wege nochmal kreuzen. Ich bin froh und stolz darüber, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, weil du etwas ganz Besonderes reingebracht hast. Das rechne ich dir hoch an. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, weil du doch in einer sehr schwierigen Phase zu uns gekommen bist und der Mannschaft wahnsinnig viel Energie gegeben hat, weil du ein sehr positiver, ein sehr guter Typ bist und du kannst auch noch Handball spielen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns geholfen hast in einer schweren Zeit, wo wir auch die Hilfe richtig gebraucht haben. Ich weiß, das war nicht einfach für dich, Hamburg zu verlassen und deine Familie in Hamburg zu lassen. Du hast ganz viel Stimmung mitgebracht, ganz viel Humor in die Mannschaft mitgebracht und uns ja oft ans Lachen gebracht und ja, das schätze ich sehr an dir. Du hast uns die Mannschaft sehr gut geholfen in die Zeit, wo wir dich gebraucht haben. Und ich wünsche dir in die Zukunft mit deiner Familie ganz viel Erfolg und wir sehen uns bestimmt. Hau rein! Ich möchte nur vielen Dank sagen für die Monate. Du warst bei uns, du hast uns viel geholfen auf die Trainings, auf die Spiele und auch in der Kabine. Es waren schwierige Zeiten momentan da mit vielen Verletzungen. So, es war gut, dass du warst bei uns und ich möchte nur sagen, viel Erfolg weiter mit deiner Karriere und mach's gut. Du bist ein super Typ, hast riesen viel Spaß bei der Sache. Ich glaube, ich kenne fast keinen anderen Spieler, der so viele Leute in der Bundesliga kennt und nochmal doppelt so viele Geschichten über Leute. Und es ist immer sehr, sehr amüsant, sich mit dir zu unterhalten. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du hast auch vielen von uns den Wendler näher gebracht und seine Geschichte. Also ja, du bist immer für einen Scherz zu haben und ich denke, wir werden dich auch in Zukunft nochmal hier oben sehen. Deswegen auch alles Gute für dich und natürlich viel Gesundheit mit auch deiner Familie. Weiterhin eine schöne Zeit in Hamburg und wie gesagt, es ist nicht so weit. Komm gerne uns besuchen. Bis dann. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich komme dann auch mal nach Hamburg, setzen uns dann an die Alster und dann weißt du, was passiert. Und ja, sonst kann ich noch sagen, ich wünsche dir noch einen geilen Tag. Danke für die gemeinsame Zeit, Jens. Du hast deine Sache richtig gut gemacht. Du bist ein geiler Typ. Wir hatten, glaube ich, eine Menge Spaß. Kommst ja auch aus dem Süden, aus Freiburg da unten.
Ich glaube, da konnten wir immer schön Dialekt schwätzen. Und du bist einfach wirklich ein Endstufentyp, der wirklich der Endstand ist. Ihr wisst Bescheid. Und bleib immer locker diese. Und ich hoffe, dass du ganz viele Pizzaschneider noch in deiner Karriere gewinnst. Wenn nicht, dann übernehme ich das für dich. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Fännchen auch für die fürs Raclette gewinnen kann. Das wäre natürlich mein Traum. Das hat immer sehr, sehr viel Spaß mit dir in der Kabine gemacht. Du bist ein sehr lustiger Typ. Hast in jedem Training, in jedem Spiel Vollgas gegeben, hast uns deswegen Sicherheit gegeben und uns auch echt unterstützt, weil wir das in der Situation nötig hatten. Ich wünsche dir alles Gute für dich und deine kleine Familie. Wir sehen uns irgendwann wieder. Vielen, vielen Dank für diese kurze Zeit, aber für diese unglaublich schöne Zeit und für alle Erlebnisse. Und bleib gesund. Alles, alles Gute. Hallo Sexy. Hallo Sexy. Na, nett, oder? Also das macht doch was mit einem. Ja, also ich bin ja sowieso ein emotionaler Typ, von dem her hat mich das jetzt natürlich schon auch ein Stück weit bewegt. Ist immer die eine Sache, über die sportlichen Qualitäten zu sprechen, aber was ich eigentlich viel schöner finde, ist ja immer, wenn man als Mensch irgendwie auch positiv in Erinnerung bleibt und die menschliche Seite an jemand geschätzt wird, weil oft wird man ja als Sportler auch immer nur quasi über seine Leistung beurteilt und deswegen finde ich es schön, dass die Jungs alle durchweg positive Einschätzung oder Meinung über mich hatten. Vielleicht habt ihr ja auch die Negativen rausgeschnitten, das könnte auch sein. Aber, nein, ich bin sehr dankbar darüber und ich habe mich tatsächlich sehr, sehr darüber gefreut. Und es wird dir auch gerecht. Und so habe ich dich auch wahrgenommen und kennengelernt und das ist ja auch ganz toll, dass du so bist. Und normalerweise wäre jetzt die Flens Arena voll und jetzt wäre so dein Moment, wo du dann am Ende quasi nochmal ein paar Worte an die Fans richten könntest. Hier in der Halle, alle würden dir wahrscheinlich zujubeln. Jetzt sitzen sie alle hoffentlich zu Hause an den Bildschirmen, vor den Computern und gucken das zu. Also ich will es dir nicht nehmen, deswegen wird das ganz, ganz toll, wenn du Lust hast, vielleicht nochmal an die Fans der SG Flensburg-Handewitt nochmal ein paar Worte zu richten. Und hier wird deine Kamera und du hast gesagt, du bist ein emotionaler Mensch, Jens. Zeig's mir. Ja, die Zeit war ja leider jetzt aufgrund der Pandemie nicht so lange, wie sie hätte sein sollen, dürfen, können, müssen. Ich muss ehrlich sagen, dass als Mike mich angerufen hat, ich erstmal durchpusten musste und überlegen, ob das für mich in Frage kommt, weil ich mir auch der Aufgabe von Anfang an bewusst war, was für ein Druck auch auf dem Verein und natürlich auch diese Fans und das Umfeld erzeugen können. Positiv, wie auch eben diesen Erfolgsdruck und ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass ich diese Chance ergriffen habe, dass ich die Möglichkeit hatte, vor diesem Publikum zu spielen, hat was mit mir gemacht. Ich habe richtig, richtig viel Spaß gehabt mit Mike, mit Bulti, mit dem ganzen Physio-Ärzte-Team, Athletik-Trainern, mit den ganzen Jungs, mit der Mannschaft, mit den Fans, mit den Sponsoren. Bleiben mir alle sehr, sehr positiv in Erinnerung. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit, für jede Sekunde, die ich hier im Flensburg-Trikot auflaufen konnte. Und das wird immer ein sehr, sehr emotionaler Teil. Vielleicht auch ein bisschen unvollendet natürlich, aber aufgrund der aktuellen Situation. Aber das habe ich eben auch schon mal angedeutet. Gibt es nun mal leider einfach größere Dinge als unser Handballsport. Und von dem her bin ich sehr dankbar, wollte mich auch auf diesem Wege dann bei euch bedanken. Man kann sicher davon ausgehen, dass ich die nächsten Spiele dann auch in der neuen Saison nicht nur vom Fernseher, sondern ab und zu auch mal hier von der Flens Arena mitverfolgen, mitfiebern werde. Und ich wünsche allen vor allem viel Gesundheit. Erstmal alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dahin bleibt mir diese Zeit in sehr guter Erinnerung und dafür möchte ich mich bei euch allen herzlich bedanken. Unsere Nummer 33, Jens Schöngard, das waren schöne Worte und wir hoffen, dass wir dich hier oft wiedersehen in der Flens Arena. Das wäre sehr, sehr schön. Und so wie es klingt, ist die SG ja auch eine Herzensangelegenheit für dich. Und jetzt kommt leider der Moment, Jens, wo wir dann auch Tschüss sagen. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt ja auch Wiedersehen. Also das heißt, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und wir haben euch natürlich ein bisschen was vorbereitet. Und das passt nachher sicherlich sehr gut
in deinem Büro oder wo es auch immer hängen wird. Es sind ein paar schöne Momente aus der kurzen Zeit in Flensburg. Und wir haben natürlich dein Trikot auch nochmal, das sozusagen der Beweis, dass du tatsächlich auch bei uns gespielt hast. Halt es in Ehren, ja, komm gut nach Hause, bleib gesund auf jeden Fall gerade in dieser Zeit und pass auf dich auf deine Familie und du bist jederzeit herzlich willkommen hier in der Flensburg. Dankeschön. Ja? Schade, ich würde dich gerne umarmen, aber das machen wir dann später, wenn es alles wieder gut ist. Okay, also Jens Schöngard, unsere Nummer 33, vielen Dank für alles. Mikro kannst du mit rausnehmen, ich bringe dir das Geschenk gleich noch hinterher. Und dann pass auf dich auf. Danke. Vielen Dank. Also, Jens Schöngard, unsere Nummer 33, ich stelle das mal hier ganz kurz hin und will euch natürlich auch noch...